und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Video in dieser Playlist, in der Weltreise-Playlist. Ja, ihr habt den Titel schon gelesen und zwar ist es ein Video über dieses kleine süße Büchlein. Ja, ich habe mir überlegt, so die Weltreise ist halt schon nochmal was ganz Besonderes. Als ihr die Videos beim letzten Aufstieg gesehen habt, habt ihr ja gesehen, dass ich immer mehr so ein Büchlein fertig gemacht habe und da halt auch meine ganzen Infos und sowas reingeschrieben habe. Und diesmal habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir so einen kleinen Kalender gekauft, der wirklich richtig gut in die Jackentasche passt, wo ich einfach alle wichtigen Sachen, alle Internas und Passwörter und sowas reinschreibe und dachte mir, ich mache mir lieber so ein, ja, Tagebuch ist eigentlich ein falsches Wort. Ich wusste noch nicht genau, wie ich es nennen sollte. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Buch gemacht. Und es ist noch nicht fertig. Ich habe mir auch überlegt, dass ich nach der Weltreise nochmal ein Video dazu mache und euch dann zeige, wie es dann aussieht. Aber ich dachte, ja, ich zeige euch auf jeden Fall mal, wie es jetzt gerade aussieht. Einmal hier Weltreise-Tagebuch mit meiner Nummer und allem. Das ist die erste Seite. Ja, und dann auf der nächsten Seite steht Welcome to a new season auf Sarah Across the Seven Seas. Und dann Sarah Worldwide. Ja, da bin ich ein bisschen verrutscht. Ich habe es im Flugzeug gemacht übrigens. Genau, dann habe ich hier alle Daten zur Weltreise. Genau, also das Schiff, eben die Klasse, das Baujahr, wie viel Crew, der Zeitraum, also 26.10. bis 20.02. 117 Tage, wie viele Seetage, wie viele Hafentage das ist. Habe mir schon mal ein paar wichtige Events aufgeschrieben. Und dann eben auch, wie viele Länder, wie viele Kontinente. Mal schauen, ob da noch ein bisschen was dazu kommt. Das waren jetzt einfach so die Sachen, die mir so spontan eingefallen sind. Ja, auf der nächsten Seite seht ihr einmal nochmal die ganze Route. Da habe ich mir das nochmal ausgedruckt, nochmal reingeklebt, dass man das eben nochmal sieht. Ja, und dann habe ich mir trotzdem eben so eine Art Kalender gemacht. Da werde ich jetzt keine Termine oder sowas reinschreiben, nur höchstens irgendwie schöne Events, schöne Sachen. Ich habe halt immer aufgeschrieben, wann wir da sind, von wie viel bis wie viel Uhr. Und dann eben zum Hafen die wichtigsten Sachen, also die Zeitverschiebung, die Währung und die Sprache. Und habe das dann zu allen gemacht. Dann kann ich da so einen schönen Haken hinmachen, so Weltumrandung, check. Genau, dann habe ich nochmal zu den Teilabschnitten, also wer es noch nicht wusste, die Weltreise ist ja als Ganzes buchbar, man kann aber auch nur Teilabschnitte buchen, das heißt man kann von Hamburg nach Santiago de Chile, von Santiago de Chile nach Mauritius oder Mauritius bis Hamburg oder man macht das alles. Oder man kann, glaube ich, auch zwei Teilabschnitte. Genau, dann habe ich halt aufgeschrieben, wie viele Tage das sind, wie viele Häfen das sind, die Länder, die wir bereisen. Und dann habe ich hier noch so Platz für Notizen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann Fotos reinklebe oder ob ich dann einfach so ein bisschen was male, wenn ich irgendwo gerade sitze und inspiriert bin oder noch irgendwelche Sachen, die mir einfallen. Genau, das habe ich zu allen drei Teilabschnitten gemacht. Und dann habe ich so ein kleines Profil quasi für mich erstellt, habe so eine Seite gemacht zu mir quasi, also meinen Namen habe ich reingeschrieben, Datum, Ort, Geburtstag, wo ich her bin, meine Kabinennummer weiß ich jetzt natürlich noch nicht, meine Social Media habe ich reingeschrieben, Position. Ich habe das später dann nochmal für andere Leute gemacht, quasi so ein Gästebuch, aber dazu kommen wir noch. Genau, beschrieben, wenn ich bei AIDA bin, worauf ich mich am meisten freue, ist Australien und die Südseeinseln. Und dann eben das schönste Ziel bisher, mein Lieblingsmoment, was ich mitnehme und was mein Plan nach der Weltreise ist, habe ich jetzt alles noch offen gelassen. Ja, und dann habe ich immer noch so Platz, wo man noch was malen kann und so. Und dann habe ich meine Bucketlist. Also vielleicht fallen mir noch ein paar Sachen ein, aber das sind jetzt so die Sachen, die mir so spontan eingefallen sind. Und zwar möchte ich gerne Kängurus in Australien sehen. Das ist in freier Wildbahn, aber wenn ich irgendwie auf so eine Känguru-Farm fahre oder so, fände ich es auch okay. Dann will ich gerne auf Safari gehen in Afrika. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Stops in Afrika und das wäre schon sehr cool. Ich meine, ich war schon mal auf Safari in Namibia, aber ja. Dann möchte ich über die Datumsgrenze springen. Ich glaube, das wird nicht so schwer. Ich glaube, da wird ein riesen Event gemacht. Also wir haben ja den 19. Dezember nicht. Bühne singen habe ich. Ja, mal schauen, ob wieder Crew Meets Band ganz normal stattfindet oder ob ich Weihnachten nochmal singen darf oder so. Mal gucken. Ist auf jeden Fall auf der Bucketlist. Dann würde ich gerne Delfine in freier Wildbahn sehen. Habe ich zwar auch schon mal, aber ich habe es tatsächlich nie vom Schiff aus. Also ich habe schon so oft es von Kollegen gehört. Und als wir jetzt auf der Cosmo im Urlaub waren, habe ich tatsächlich auch mal kurz welche gesehen, aber es zählt noch nicht. Also ich würde gerne auf dem Schiff, wo ich arbeite, mal einfach so richtig schön Delfine sehen. Ich habe schon wirklich so viele tolle Videos von Kollegen auf Instagram gesehen, wo die dann so vorne am Bug lang gesprungen sind. Sowas will ich auch mal sehen. Ja, dann habe ich aufgeschrieben, mich zu Karneval bzw. Fasching verkleiden. Darauf habe ich sehr Lust. Oder generell verkleiden. Ich liebe es, mich zu verkleiden. Egal, ob es jetzt Neptuntaufe ist oder Haifischbar oder Halloween oder Fasching Karneval. Ich würde mich gerne mal irgendwann verkleiden. Gerne in den Fundus und mir irgendein cooles Kostüm aussuchen. Ja, ein Feuerwerk an Silvester sehen wird, glaube ich, auch nicht so schwierig, weil wir ja in Sydney sind und da wird, glaube ich, mal ein Feuerwerk sein. Dann, das wird, glaube ich, schwer, habe ich aufgeschrieben, welche Magneten aus jedem
Land. Ich habe jetzt mal bewusst nicht eben Hafen geschrieben, weil wer weiß, wenn ich irgendwo nicht runterkomme, weil ich Drill habe oder so, dann ist es ein bisschen stressy. Aber ja, das ist mein Ziel, dass ich zumindest aus jedem Land einen Magneten kaufe. Ja, dann habe ich aufgeschrieben, etwas ausprobieren, was ich noch nie gemacht habe. Keine Ahnung, was das sein wird. Wenn man so sagt, ich war noch nie auf einer Känguru-Farm, man kann nicht gleich zwei Sachen ankreuzen, aber ich würde gerne irgendwas, also so Skydiving oder sowas, Bungee-Jumping, glaube ich, würde es eher nicht. Aber weiß ich nicht, irgendwas Verrücktes würde ich gerne mal ausprobieren. Freundschaften fürs Leben schließen. Ich glaube, das wird auch nicht so schwer, vor allem weiß ich ja, dass so zwei meiner besten Schiffsfreundinnen sind auch da. Also die Patty, die kennt ihr ja aus meinen Videos. Und Maddie kennt ihr auch mal so von so ein paar Szenen. Die sind beide da, da freue ich mich. Aber ich lerne bestimmt noch andere coole Leute kennen. Dann habe ich einfach aufgeschrieben, mich weiterbilden. Ich meine, das, glaube ich, passiert sowieso automatisch mit so einer Reise. Aber weiß ich nicht, egal ob es ein paar Wörter auf einer neuen Sprache ist oder was mich beruflich weiterbringt. Mal schauen. Den Sonnenaufgang will ich unbedingt mal anschauen. Und ich möchte eine Sternschnuppe sehen. Und das ist eigentlich echt leicht zu machen. Man muss einfach nur länger in den Himmel schauen. Ich habe das so oft auch mit Maddie eben gemacht, dass wir dann auf der X6 vorne lagen, also in der Karibik. Und dann haben wir einfach in den Himmel geschaut und dann haben wir auch so oft Sternschnuppen gesehen. Also ja. Und dann kommen wir nämlich zu meinem Gästebuch. Denn ich wollte es so ein bisschen wie so ein Freundebuch machen, dass ich das halt einfach so weitergebe an Leute und die sich dann so verewigen können da drinnen. Habe ich halt für jeden auch einfach, dass sie den Namen hinschreiben können, Datum, Ort, Geburtstag, wo sie her sind, die Kabinennummer, Social Media. Ich glaube, die erste Seite wird eh von Patty belegt werden. Genau, dann habe ich Position, habe ich halt geschrieben. Entweder man kann halt ankreuzen Crew, kann dann ankreuzen, als was man arbeitet. Oder vielleicht auch Gäste. Da können ja auch immer gute Freundschaften entstehen. Oder sonstiges. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht, falls man irgendwie einen Reiseleiter so richtig cool findet. Oder Lina, meine Cabinmate von der Diva, meinte, sie ist eventuell auch in Australien, dass man sich trifft. Dann kann sie sich ja auch eintragen oder so. Genau, dann habe ich, ich bin seit bei AIDA, also für Crew, also das Jahr dann. Oder halt, wenn es ein Gast ist, dann kann man halt schreiben, das ist meine so und so vielte Reise. Dann habe ich aufgeschrieben, wir kennen uns von seit. Die meisten werden dann wahrscheinlich schreiben jetzt Weltreise, aber zum Beispiel Patty kenne ich ja seit der AIDA Blue, Maddie kenne ich seit der AIDA Diva. Dann gibt es noch eine Scout, die kenne ich von der Prima, also wird hoffentlich auch bunt. Und dann halt auch für jeden dann, ich freue mich am meisten auf, das schönste Ziel bisher war. Mein Lieblingsmoment, das nehme ich von der Weltreise mit und das ist mein Plan nach der Weltreise. Dann noch ein kleines Autogramm. Und dann habe ich für jeden nochmal so meine Bucketlist, beziehungsweise halt eben drei Dinge, die ich unbedingt erleben will. Dass mir jeder nochmal so drei Punkte. Ich dachte, also vielleicht kann ich mich dann auch nochmal ein bisschen inspirieren. Vielleicht finde ich da auch nochmal ein paar Sachen ganz cool, die ich dann auch für meine Bucketlist mit aufnehme. Und finde ich auch cool, dann nochmal irgendwie zu fragen, ja, was habt ihr denn davon jetzt gemacht, was habt ihr geschafft? Und dann auch nochmal so Platz eben für persönliche Botschaften, Zeichnungen oder Fotos, dass man da irgendwas malen kann und irgendwas Persönliches schreiben kann oder Foto einkleben kann oder einen Aufkleber oder irgendwas. Genau, und dann habe ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Da muss ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Seiten machen, weil ich glaube, da kommen schon relativ viele zusammen. Dann habe ich tatsächlich noch relativ viel frei. Ja, werde wie gesagt davon noch ein paar Seiten machen, aber ansonsten mal schauen. Vielleicht werde ich es mit Fotos füllen, vielleicht werde ich wird mir noch irgendwas einfallen, was man eintragen kann. Oder irgendwie noch eine Geburtstageseite oder eine Stempelseite oder keine Ahnung. Mal schauen, was kommt. Und dann habe ich am Ende relativ hinten noch eine Seite. Da steht Greetings from Dahom. Da können meine Freunde und Familie von zu Hause hier noch irgendwas reinschreiben für mich. So einen kleinen Satz unterschreiben, dass ich die auch immer mit dabei habe. Das war es auch schon. So sieht das ganze Buch bisher aus. Ich bin super gespannt, wie das nach der Weltreise aussieht. Aber ich ziehe das durch. Zukunft, Sarah, wenn du das hier siehst, ich hoffe für dich, dass du das durchgezogen hast. Ja, weil ich das irgendwie ganz cool finde, so als Erinnerung. Dann war es das auch schon zu dem Video. Wenn ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt für irgendwelche Seiten oder irgendwas, was man noch mit reinschreiben könnte, dann ja, schreibt mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. Und dann würde ich sagen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auf die Weltreise mit mir freut. Und abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.